So, liebe Leute, wir sind wieder bei 1860 in der Karriere. Nach unserem geilen Sieg gegen Osnabrück. Die waren auch relativ weit hinten drin, ne? So, in die Schranken gewiesen. Nein, sorry. Aber so muss es halt eigentlich sein und nicht wie gegen Lotte, die ihr letztes Spiel verloren haben. Nachdem sie gegen uns gewonnen hatten. Ja, grrr. Ich verstehe sowas einfach nicht. Da 1-0 gegen Groß-Asbach und die sind 19. Ach, ja komm, hör mir auf. Das ist total bescheuert einfach. Wir gucken jetzt mal nach, weil ich mich das nämlich gefragt habe, so ein bisschen als Ausgangslage für den Rest der Saison. Ich finde es eigentlich ganz cool, wie die das hier gelöst haben. Wie sieht es eigentlich gerade in der Prem aus? Nicht, dass es für uns relevant ist, aber wow. Ja, von sowas können wir in Deutschland nur träumen, hä? Guckt euch das mal an. 8 Punkte zwischen Platz 1 und 8 nach 25 Spielen. Das ist ja der Hammer. Da ist ja noch absolut alles möglich. Und Fulham kriegt es nämlich auf den Senkel. Trotz André Schürrle. Ja, André Schürrle ist ein richtig guter Spieler. Hätte einfach nie aus Mainz weggehen dürfen. Aber hey, das trifft für ein paar Mainzer zu. Es gibt eigentlich wenig, die es wirklich geschafft haben, so an sich. Baumgartlinger bei Leverkusen gefällt mir gut. Und Leverkusen ist hier auch Zweiter. Okay, wo sind meine Mainzer? Das wird mal wieder richtig eng. Ach ja. Naja, kann man nichts dran ändern. Dortmund ist nur Fünfter. Ansonsten auch mehr oder weniger. Also so kann man sich das vorstellen eigentlich. Wenig Überraschungen dabei. Stuttgart ist ziemlich weit oben, aber ansonsten ist das relativ gut vorstellbar. Ich war noch gar nicht fertig. Ich wollte nämlich noch in die zweite Liga reinklupschen. Wo wir dann hoffentlich nächste Saison auch dabei sind. Oh, Hamburg. Hamburg geht leider gut ab. Gegen die hätte ich gerne nächstes Jahr schon gespielt. Aber dann halt nicht. Mein Controller hat gerade irgendwie keine Lust mehr, was zu tun. Hallo? Was soll das denn jetzt bitte? Naja. Hier reagiert es irgendwie nicht. Da muss ich mit der Tastatur rausgehen. Und jetzt hier geht's wieder. Total verrückt. Aber ich wollte noch gucken, wie es im Tabellenkeller aussieht hier. Okay. Na, dann können wir uns doch auf ein paar schöne Gegner freuen nächstes Jahr. Und dann hoffen wir, ich so schnell wie möglich in die erste Liga kommen. Aber. Oh, mecker doch nicht rum. Akzeptiere, wen ich aufstelle. Sei ein guter Spieler. Kann man eigentlich so lassen? Vielleicht können wir Bell mal was anderes beibringen. Ha? Oder vielleicht jemanden komplett anderen? Henry Bell wird ja richtig gut auf jeden Fall. Der Koizumi könnte eigentlich noch ein bisschen Training abbekommen. Der ist nämlich auch schon richtig gut. Dribbling könnte er mal verbessern, oder? Oh ja, und die Pässe muss er auch dringend verbessern. Aber fangen wir erstmal an mit Dribbling. Dribblingening. Schön jugendlastig hier, das gefällt mir. Und ich bin am Überlegen. Ja, und ein bisschen lassen wir Cafaro noch hier seine defensiven Skills trainieren, aber mir geht es da vor allem ums Abfangen. Und dann schmeißen wir das auch in die. Also lassen wir Cafaro entweder was anderes machen oder weil der schon so in Anführungszeichen gut ist. Ne. Ihr seid so nervig.
Ja, mach doch. Macht doch, was ihr wollt. Es wird eh nicht funktionieren. Ja. Mann, darf ich das jetzt jede Woche dreimal beantworten, oder was? Wie behindert ist das denn? Sei ja abgelehnt. Oha. Okay. Also Hendrik Bohnmann wird uns im Sommer verlassen. Dafür kriegen wir Geld. Which is nice. Ist doch einfach unglaublich. Das ist einfach total bescheuert. Oh, gegen Uerdingen. Das ist so wichtig, das Spiel. Das habe ich gar nicht gecheckt, dass wir jetzt das Spiel vor der Brust haben. Da müssen wir uns reinhauen. Rachmann hat 60 mittlerweile schon. Das ist schön. Das ist sehr schön. Damn, Leute, jetzt wird's wirklich wichtig. Und wir haben auch noch was gut zu machen aus dem Hinspiel. Möchte ich anmerken. Funktionieren die Trikots so? Sollten eigentlich. Wir kommen in Auswärtsfarben. Und wir kommen einfach. Ja, wir kommen so, oder? Ja. Bestbesetzung. Abfahrt. Das wird nötig sein gegen Uerdingen. Bin ich mal gespannt. Oh! Dieser Cafaro! Verdammt. Gegen den zweiten. Wir haben ein dezent großes Stadion. Okay. Natürlich ausverkauft. Oh, da muss ich mal gucken, wer bei denen jetzt in der Startaufstellung steht. Bin ich mal gespannt. Ja, da sieht man's. Rostock ist auch noch mit dabei im Aufstiegsrennen. Das freut mich auch sehr. Ja, krass, wie viele Siege wir haben. Und wie wenig Unentschieden wir haben. Wir hatten nur zwei Unentschieden. Okay, da haben wir es. Pflücke auf der Bank. Ach. Der Pflücke. Und Beister. Mainzer Power. Aigner ist auch dabei. Macho ist auch dabei, Großkreuz. Das sind schon einfach Namen, wo man sich denkt, wow, da braut sich was zusammen. So. Unsere Aufstellung müssen wir uns nicht angucken. Die kennen wir zur Genüge. Und jetzt geht's ab, Leute. Wenn es ein Spiel gibt, was wir gewinnen müssen, diese Saison, dann das. Und die legen direkt richtig los. Wow. Da muss ich. So was darf ich mir nicht erlauben. Oh Mann. Jawohl, Elliot. Jawohl, Grimaldi. Sehr schön, Jungs. Gut den Ball festgemacht. Oh. Schade, kann Elliot den Ball nicht ganz kontrollieren. Okay. Oh, Daube setzt sich durch sogar. Aber Salah gewinnt das Kopfballduell. Wow, das wollte ich nicht. Und wir werden direkt mal hart unter Druck gesetzt. Peitz mit dem Fehlpass. In der Situation gar nicht gut. Dafür spielt er den hier super. Und wir kontern mit Elliot. Oh, da kann er sich durchsetzen. Elliot! Ja, nein! Ich dachte, der ist drin. Oh, weil er dran war. Was für eine Hammerparade war das bitte?
Na, das geht doch schon mal munter los hier. Grimaldi! Weber! Wow! Macht er gut fest. Elliot! Oh. Lorenz ab nach hinten mit dir. Oh nein. Hat sich Weber da wehgetan? Ja, das ist Weber. Sich da ein bisschen wehgetan hat bei dem Kopfball, war das? Nicht bei dem Schuss. Ich weiß es nicht genau. Jawohl, Kaffee. Nein! Oh, ja, und Kager rennt dann schon los direkt für das Zuspiel. Boah. Jetzt lassen wir aber mal hier unsere Klasse raushängen, ha? Huh? Stark. Stark. Warum? Warum nicht zu Elliot? Rückpass, Alter? Das wäre so gut gewesen. Jetzt geht's hier aber ab. Schade, Lex. Den musst du ein bisschen weiter in den Lauf spielen. Unsere Jungs sind heiß. Kefki holt irgendwie den Einwurf noch. Guter Doppelpass da. Super gemacht. Jawoll. Cafaro, der kleine Cafaro. Verdammt, und Weber hat sich echt wehgetan anscheinend. Okay. Da muss Rachmann ran. Der kann ja auch in Verteidigung spielen. Ja. Bis jetzt scheitern wir einzig und allein am Torwart. Grimaldi! Ah, Lorenz war auch da. Und da ist Al-Rahman. Schade. War Vorteil für Uerdingen. Ja, wir machen echt richtig guten Druck. Haben es umwandeln können. In unsere... In unseren Favor sozusagen, ne? Oh, Elliot! Klasse Flanke von Steinhardt. Oh. Viel zu überhastet! Wie gut war das gespielt, bitte? Da war ich zu gierig. Bam! Ja, schwer, aber wow, wie das rausgespielt wurde. Richtig gutes Fußballspiel von uns bis jetzt. Und wenn Uerdingen mal da war, also, da merkt man, dass jetzt hier die beiden Top-Mannschaften aus der Liga gegeneinander spielen. Oh, ja, der muss durch. Der muss durch. Und wir hatten aus dem Hinspiel die Erfahrung gemacht, dass Uerdingen nicht viele Chancen braucht. Auch Hiller ist da. Super gemacht. Da oben ist... Ah, schade. Aber Lex kriegt's gelöst. Das darf man pfeifen, ja. Betroffen ein bisschen hart gegen Salah. Ein bisschen zu hart. Kager. Flügt hier gut durch. Muss aber jetzt kurz warten. Und da unten ist Elliot. Elliot! Schon wieder vollert. Das gibt's doch gar nicht. Ja, aber so kann es nicht mehr lange dauern eigentlich. Gut, Lex. Und Steinhardt! Wir spielen so gut und wir belohnen uns gerade nicht. Ich bin richtig stolz auf die Jungs, wie die das gerade machen. Das ist super. Aber jetzt Konzentration hochhalten und einfach genauso weitermachen. Das Tor wird kommen. Eigner. Aber im Abseits. Oh, nein, schade. Großkreuz passt auf. Ah, Steinhardt verschätzt sich ein bisschen. Aber jetzt ist er da. Jawohl, Jungs. Jawohl, Jungs. Kein Abseits. Grimaldi. Muss ja ein bisschen Tempo rausnehmen. Lex! Jawohl, da ist er drin!
Da ist er endlich drin. Ich dachte schon erst, es wird nichts mehr. Komische Flugbahn. Aber Hauptsache er macht sein Ding. Nicht wie im letzten Spiel gegen wen war das? Gegen Osnabrück. Nach dieser richtig guten Einzelaktion. Auch schon 6 Tore. Der war sauber. Der war richtig gut. Auch schön gespielt. Grimaldi ist halt leider ein bisschen langsam im Sprint, aber wir haben es auch noch so lösen können. Da ist Peitz mies veräppelt worden. So, das spielen wir jetzt mit der nötigen Ruhe. Rachmann, boah. Haben wir zum Glück irgendwie noch weggekriegt. Lexi, jawoll. Was für ein guter Ball auch wieder von Cafaro, oder? Cafaro, nein. Grimaldi, nein. Das ist dann einfach zu eng. Okay. Das war eine Idee. YOLO, I guess. Grimaldi. Kann sich da fast durchsetzen. Oh. Oh ja, Peitz, nein. Er hatte es gut geahnt. So. Was ein geiles Spiel, hä? Boah. Geht schon echt ab, meine Herren. Aber wir sind ein bisschen dominanter, oder? Ja, auf jeden Fall, was das Offensive angeht. Anteilig gesehen gibt sich das nicht viel, wobei ich finde das irgendwie komisch. Weil ich habe schon das Gefühl, dass wir viel, viel mehr fürs Spiel machen. Aber hey, FIFA wird es ja wohl wissen. Wisst ihr was, wir versuchen es einfach mal. Und wieder muss Voller zeigen, was er kann. Fun Fact, ich habe in die andere Ecke gezielt. Wie an der Schnur gezogen kommt der Ball da. Und zack, ja, schade. Herr Rachmann. Hätte mich jetzt auch gewundert. Gut gemacht. So, wohin damit jetzt? Das Zentrum ist jetzt frei. War frei. Der Pass von Peitz war leider ein bisschen schlampig. Abräumen kann der Peitz gut. Aber so die Pässe sind eine Wundertüte. Manchmal richtig gut, manchmal greifst du dir da eher in den Kopf und denkst dir, nein! Puh. Cafaro, da musst du schneller los. Das sind Sachen, die er halt einfach lernen muss. Leck spielt Doppelpass. Warum auch nicht? Ja, apropos Doppelpass, super gemacht, Jungs. Peitz. Gut. Boah, der Cafaro tut mir leid, der wird hier die ganze Zeit rumgepeitscht. Kann jetzt mal ein bisschen Tempo mitnehmen. Und Lex einsetzen. Nochmal Lex, komm. Jawoll. Jawollo. Lex kommt richtig gut in Form gerade. Zack. Da war der Vollert aber wieder fast dran. Ah! Jesus. Gut, gut, gut. Sehr schön, Lexi. Ah. Echt viele Tore in letzter Zeit. Fällt sehr positiv auf. Also dieser kleine Mann ist doch einfach der Hammer, oder? Top. Schwarz gewinnt leider das Sprintduell. Oh, Lex.
Cafaro lässt mal einfach das Bein stehen. Stark, Salah. Und kriegt dafür jetzt auch gelb. Ist ein bisschen übertrieben. Aber ich finde, du hast eh deinen Teil gut gelöst. Verdammt, ich dachte, ich hätte Koizumi mitgenommen. Ah, Mano. Hatte mich schon auf ihn gefreut. Aber dann darf Abruscha halt mal wieder ran. So. Kreativ. Jawohl, Abruscha. Gibt direkt Gas. Genauso wie Lex. Und zurück. Das ist so gut gespielt gerade. Das ist so gut gespielt. Und Großkreuz hält seinen hässlichen Schädel rein. Nein, Entschuldigung, aber der sieht bei FIFA ein bisschen krebsig aus, oder? Es war Hand. Er klärt ihn mit der Hand. Danke, FIFA. Dann eben so. Schade, Lorenz. Den kriegt Abruscha. Abruscha steigt super ein ins Spiel. Fällt mir richtig gut. Oh, Peits, 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 Peits. Nee. Nee, nee. Lässig von Rachmann da. Oh! Was für eine gute Idee von Lex. Hat aber leider nicht ganz geklappt. Den holt er sich. Gut. Dann können wir jetzt den letzten Wechsel vornehmen. Ich glaube, ich erlöse mal Peits. Das ist so der... Er spielt nicht schlecht, aber im Vergleich zu den anderen, die heute alle einen Sahnetag haben gefühlt, ist Peits ein bisschen unglücklicher. Relativ natürlich. Boah. Nein, und dann legt er sich so doof vor. Was passiert hier? Ja, der sollte eigentlich zu Kaga gehen, der Ball. Rachmann. Glück gehabt. Wenn er den da von hinten umsäbelt, dann haben wir unseren Platzverweis. Hatten wir diese Saison schon einen Platzverweis? Ich glaube nicht, oder? Ah ja, kleines Missverständnis. Jetzt Rachmann, das wäre wichtig. Gut. Sehr gut. Nicht nur, dass Rachmann richtig Talent mitbringt. Er kann auch jede Defensivposition bekleiden. Das ist einfach... Das ist schön. Da freut man sich als Trainer. Oh, nein, schade. Gut gemacht. Nein, gut gedacht, aber schlecht gemacht. So rum. Ja, jetzt verspringen dem Lex hier und da mal ein paar Bälle. Abseits. Kein Abseits. Kein Abseits von Müller. Rachmann ist da. Uerdingen wird ein bisschen aktiver gerade. Kommt vielleicht daher, dass unsere Jungs einfach ein wenig müde sind. Wer kann es ihnen verübeln? Oh. What? What? Ich bin verwirrt. Ich schmeiße ihn mal nach ganz oben. Wirklich Eigner? Steinhardt ist da. Naja. Hauptsache, wir kriegen da jetzt gerade alles hinten raus. Gut. Und wieder ist der Ball direkt weg. Gut. Steinhardt. Hat Bock. Und wer ist ganz unten? Das ist der Deckel. Der Deckel. Der Deckel, der Deckel, der Deckel, leck, 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 leck. Nein, viel Spaß. Oh, ich freue mich so für Lex. Der ist auch gar nicht mal so leicht und wie er ihn macht. Mit dem linken Außenriss. Weil er es kann.
Ja, Vollmann. Drei Tore, dreimal Lex. Jawohl. Hatten wir schon mal einen Hattrick? Ich glaube, Elliot hatte schon mal einen. Ich bin, weißt du, ich spiele das Ganze und weiß überhaupt nichts. Oh. Oh ja, das war zu viel. Ist aber nicht schlecht, weil irgendwie, keine Ahnung, ich finde, Lex hat es verdient, der einzige Torschütze zu sein heute. Damit bin ich auch zufrieden. In jedem anderen Spiel hätte ich mich jetzt... hätte ich sonst was gemacht. Schön Kopf auf den Schreibtisch hauen oder so. Weil das muss natürlich ein Tor sein, aber... Lorenz. Wir geben Uerdingen noch mal eine Ecke. Aber die haben gar nicht mal so Bock. Haben es wahrscheinlich akzeptiert. Das ist einer für Hiller. Macht das Spiel schnell. Gut. Haut den Ball zu Abruscher. Versuch's mal. Naja, der Lex hat ihn anscheinend trotzdem lieb. Der ist auch einfach gnadenlos meistens. Ist so gut bei uns eingeschlagen. Bam! Alter. Wie von der Schnur gezogen. Hammer. Zu Recht bester Torschütze der Liga. Und Pflücke spielt. Spielte. Jungs. Respekt. Ihr seid bereit für die zweite Liga. Und ganz ehrlich, wenn die so spielen, vielleicht können wir sogar im DFB-Pokal irgendjemanden ärgern. Nächste Saison. Ist zwar noch ein bisschen hin, aber... Meine Fresse. Auch wenn man da jetzt natürlich das mit Vorsicht genießen muss, weil nächste Saison gibt es ja schon einfach einen Umbruch. Da gehen sehr viele Jungs. Aber wir befassen uns einfach frühzeitig mit dem Scouting. Dieser Cafaro. Ja, und Vollert hat einfach ein super Spiel gemacht. Elliot hat schon wieder eine Vorlage, ne? Das ist echt, ist der Hammer. Ja, Hammer. 15 Schüsse. Haben wir Uerdingen ein klein wenig vermöbelt. Ein klein wenig. Hammer. Okay. Wow. 9 Punkte Vorsprung. Ist natürlich noch alles drin, aber da muss jetzt schon sehr viel schief gehen, dass wir uns das wegnehmen lassen. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Und bleibt mir wenig zu sagen, außer, dass wir uns zur nächsten Folge wiedersehen. So, macht's gut, Leute. Tschüssi.